Auch dieser Song hat Eros Atomos Isla aus Flensburg ins Finale von The Voice of Germany gebracht. Und jetzt steht er hier in Timmendorfer Strand auf der Bühne und darf mit auf die große Tour. So richtig glauben kann er das noch nicht. Ich hatte nicht mal erwartet, dass sich jemand umdreht bei den Blind Auditions. Und jetzt im Finale zu stehen, gewesen zu sein und jetzt auf der Tour dabei zu sein, das ist echt ein mega Erlebnis. Und er ist natürlich das Zugpferd. Samuel Rösch ist der Sieger der Show und realisiert langsam, dass er wirklich gewonnen hat. Das war unglaublich. Ich habe die ganzen Leute um mich herum gesehen, das Konfetti, irgendwelche Musik, glaube ich. Ich weiß nicht mehr. Das ist so ein Moment, der an einem vorbeizieht. Man steht ein Stück weit neben sich und kann es noch gar nicht so wirklich einordnen. Viel Zeit zum Feiern bleibt aber nicht, denn immerhin müssen alle 6 Tool-Teilnehmer in knapp einer Woche eine komplette Show hinbekommen. Verantwortlich dafür sind hauptsächlich Nikki und Kim. Sie sind die Regisseure und sorgen dafür, dass die 6 Nachwuchskünstler etwas hinbekommen, das selbst Profis in einer kurzen Zeit kaum schaffen. Den Rauch der Kopf, weil sie Texte lernen müssen, Choreografien lernen müssen, wo stehe ich, und viele sowas auch noch nie gemacht haben einfach und jetzt überfordert sind tatsächlich. Also es ist wirklich eine Aufgabe hier, ja. Dementsprechend eng ist auch der Tag der Talents getaktet. Für Sex, Drugs und Rock'n'Roll bleibt einfach keine Zeit. So ein Tag fängt 8.30 Uhr an mit Einsingen sozusagen, ein bisschen die Stimme warm machen. Dann proben wir meistens noch so für uns ein bisschen in unserem Gesangsproberaum. Und dann geht es schon relativ schnell auf die Bühne und vormittags und nachmittags komplett eigentlich durch und abends auch. Wir sind dann so gegen 20, 30 fertig. Und so sehen die Tage hier aus. Das ist relativ anstrengend, ja. Aber Momente wie dieser sorgen zumindest dafür, dass trotz Stress irgendwie alle zwischendurch noch mal runterkommen. Such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Außerdem, die 6 Talents wissen auch, so eine große Tour mache ich vielleicht nie wieder. Niemand hat so eine Riesentour schon mal gemacht von uns. Und es ist eine einzigartige Sache. Wir freuen uns da sehr, sehr drauf. Ich bin sehr gespannt, wie das so werden wird. Und wir versuchen natürlich, alles zu genießen. Jetzt sind wir noch sehr fokussiert auf die Vorbereitungen. Und ich glaube, die ersten 2, 3 Gigs werden sehr aufregend werden, weil alles so rein muss. Die ganzen Abläufe und wo muss ich wann stehen und passen alle Töne. Aber ich glaube, dann, wenn man sich ein bisschen eingegroovt hat, dann passt das schon. Am 27.12. geht es in Bremen auch schon los. Und am 6.1. macht die Tour in Hamburg Station. Bis dahin läuft mit Sicherheit alles wie am Schnürchen.